Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen. Beim letzten Mal, ja, haben wir den restlichen Teil unten, unter dem Vulkan quasi erforscht und haben einen zweiten Ausgang gefunden zum Banditenlager, haben da sogar mal die gute Sarah ganz vom Anfang wieder gefunden und sind jetzt beim Don im Tempel und, ja, haben ein weiteres der Priestergräber gefunden, was wir nicht alles gefunden haben in der letzten Folge. Und schauen mal, ob wir das jetzt hier auch erledigt kriegen. Ernsthaft, Skelette? Da brauche ich nicht mal Magie für. Da brauche ich nicht mal Magie für. Kommen echt noch mehr, aber da sind auch Echsen. Oh. Nicht, dass mich so ein blödes Skelett noch fertig macht hier. Das wäre ja traurig. So. Okay, ihr blöden Echsen. Jetzt geht's dann gegen uns. Dann schauen wir doch mal. Echse, Echse, Echse. Alter, sind das viele Echsen und viele Skelette. Hier ist ja ganz schön was los in diesem Tempel. Viele Untote vor allem. Tempel der Untoten hier, oder was? Nummer 1 tot. Nummer 2 tot und dann kommt schon Nummer 3. Und die Skelette haben scheinbar gar keinen Bock auf mich. Warum sind denn jetzt hier auf einmal so viele Skelette? Na, wer weiß. So, dann ziehen wir uns mal wieder ein paar Tränke rein. Die Skelette haben scheinbar keinen Bock auf uns. Da habe ich kein Problem mit. Alter, was der für einen Magen haben muss. Das muss auch irgendwelche Nebenwirkungen haben, sich so viele Tränke immer reinzuziehen, oder? Komm einfach mal, weil ich es kann, den Feuer... Der zieht da diesmal mehr ab als beim letzten Mal, ne? Aber da hatte ich das komische Amulett ja auch schon angelegt. Komisch. Bäm. Das ist halt der Vorteil am Feuerball. Er kann mehrere Gegner treffen. Auch wenn der Schadensoutput bei den anderen Gegnern nicht ganz so hoch ist, natürlich. Aber okay. Aber haben wir den auch nochmal benutzt. Wir müssen eigentlich wenigstens nochmal das verbesserte magische Geschoss nutzen. Aber das Traurige ist ja halt bei den... Kristallen, dass die einfach nur in Stärke und Geschwindigkeit schneller werden und nicht wirklich neue neue Sachen dazu bekommen, wie zum Beispiel beim Stabkampf, wo man dann ganz neue Fähigkeiten auf einmal hat. So. Ein weiterer Tempel. Weiteres Glück, würde ich sagen. Wir sehen mal wieder zwei Altare. Wir brauchen wohl wieder zwei Büsten. Mensch, das ist ja irgendwie das Thema der Tempel, hä? Gut. Dann schauen wir mal. Kann ich da drüben hoch? Sieht so aus, ne? Und dahinter lauern schon wieder irgendwelche Bestien. Ich hör's doch. Epp. Oh, Skelett. Tag auch. Mensch. Hallo. Oh, noch ein Skelett. Alter, was hat der denn für einen fetten Zweihänder? So, Kumpel. Was doch keine Schaden. Ich meine, die machen ja auch keinen Schaden. Also so ist nicht. Aber die unterbrechen halt meine Angriffe. Deswegen muss ich halt ausweichen. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum ich eigentlich denen ausweiche. Oh, da hinten glitzert irgendwas. Ein Amulett? Ein Ring? Ein Amulett. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht so geil sein wie unser Amulett. Von daher ist es eigentlich ziemlich scheißegal, was es ist. Ich glaube, es war nochmal so ein Amulett der Macht, oder? Davon haben wir jetzt auf jeden Fall zwei. Es sind schon ein paar geile Amulette dabei, aber ich finde, keins schlägt das, was wir momentan tragen. Zumindest, wenn man Ordenskrieger oder vor allem, wenn man Magier ist. Gut, als Bandit hilft einem das natürlich nicht sonderlich weiter. Okay, hier haben wir drei Türen, wie es aussieht. Kann man die einhacken wieder? Ja. Dieser Stein sieht brüchig aus. Klopf, klopf. Na, dann schauen wir doch mal rein. Und zack. Und zack. Und zack. Und dahinter haben wir einen Schalter. Oh, oh, was soll schon passieren, ne? Wer würde es nicht tun? So, und der... Ah, der öffnet das Nummer 2. Und was ist dann... Hinter Tür Nummer 3 kann ich die kann ich komischerweise auch wieder einhacken. Also, dass man nicht alle Türen einhacken kann, ist irgendwie seltsam, ne? Oder dass man es zumindest bei allen Türen probieren kann. Naja. So, Tag auch. Skelett. Hat ich mir fast schon gedacht. Ich meine, wenn wir die beiden richtigen Türen schon haben, musste ja die dritte eine Falle sein. Blieb ja eigentlich nichts anderes übrig, ne? So, okay, dann ist doch die Frage, was haben wir jetzt hier? Ach du Scheiße, Stachelfalle. Eine extreme Stachelfalle diesmal. Ah.
Gehen die nach einer bestimmten Richtung? Okay, die gehen nach einem bestimmten Muster immer weg, hä? Ja, okay, da muss ich einfach immer weitergehen, wie es aussieht. Zack. 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 Auch sehr easy. Ja, da habe ich schon schwerere Stachelfallen gesehen. Okay. Und hier haben wir einen Hebel, der deaktiviert den ganzen Spaß. Wahrscheinlich hätte ich ja wahrscheinlich auch von der anderen Seite sogar aktivieren können. Ja, der deaktiviert. Hätte ich wahrscheinlich von der anderen Seite sogar Telekinese. Ach. Ich dachte, da ist jetzt wirklich was drin, um ehrlich zu sein. Hatte ich jetzt echt erwartet. Ah, okay. Der hat eine exische Magierbüste. Alles klar. Da haben wir ein, Büste 1 von 2 schon. Alles klar. Das heißt, dann wird wahrscheinlich sich auf der anderen Seite auch noch was befinden. Es ist immer symmetrisch. Alles ist symmetrisch. Wenn auf der einen Seite was ist, dann auch auf der anderen. Zumindest die Echsen denken sehr symmetrisch, habe ich manchmal das Gefühl. Komm. So, komme ich da irgendwo hochgeklettert? Ne, ich glaube, da muss ich jetzt levitieren. Steinplatte, Mensch. Hier findet man aber echt noch viele Steinplatten. So, dann levitieren wir da mal rüber. Erwartet schon wieder ein Skelett. Oh, ja! Aber das hat natürlich keinerlei Chance gegen uns. Ist genauso wenig wie dieses, Alter. Die sind aber so schnell tot, das gibt's ja gar nicht. Wo habe ich denn schon wieder so viele Fackeln her? Ich finde die aber auch noch und nöcher. Und die haben wir. Echt, die haben wir das gleiche Rätsel nochmal. Na gut, probieren wir es halt alles nochmal. Dieser Stein sieht brüchig aus. Dann den ganzen Spaß halt noch ein zweites Mal. Und zack. Zack. Und Nummer 3. So, ist da das Skelett hinter oder der Schalter oder der, das Skelett? Oh, yeah. Na komm. Oh, yeah. Na also, und hier wird's suddenly, suddenly düster. So. Naja, aber wie gesagt, ich meine, es ist zwar eine Falle, aber es ist jetzt keine gefährliche Falle, weil so ein Skelett, die kann ich dann wahrscheinlich wieder nicht einhacken. Doch. Dieser Stein, okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich aber verwirrt. Wieso kann ich die jetzt einhacken? Ah, hier ist der Schalter diesmal hinter. Und der öffnet dann wohl die rechte Tür, oder wie? Ja, Tatsache. Okay, dann halt diesmal so. So, hier wieder irgendeine Falle. Fiese Fallen. Ist das eine Falltür? Nö. Ja gut, hier werden wahrscheinlich viele Skelette jetzt rausspringen. Ich meine, wir haben 5 Sarkophage. Mal sehen, wie viele Skelette hier am Ende rauskommen werden. Blödes Mistvieh. So, noch einer. Zack. Meine Güte, ey, ihr seid doch echt nervig. Freunde, wir können das doch einfacher haben. Gebt mir doch einfach die Büste, dann bin ich wieder weg. Oh, das Ding kann man sogar öffnen. Da bin ich jetzt etwas verwirrt. Oder verwundert. Da ist die Büste. Ach, wisst ihr was? Ihr wusstet doch, dass das eh passiert. Ich gucke trotzdem alle Särge durch. Oh, den kann man auch öffnen. Oh, was ist das denn? Die Titanenaxt. Einfach geil. Die halt nochmal mächtiger ist als die Titanenschwinge, ne? Weil die Titanenschwinge ja nicht schon stärker. Und die ist schon wieder stärker als das verdammte Titanenzepter. Wir haben es mit dem Stab echt am dümmsten erwischt, was das angeht. Die Axt wäre halt schon das Geilste. Aber okay. Gut, wir haben beide Büsten. Das heißt, wir können in den Raum dahinter. Hui. Zack. So, wo war das denn? Da. Dann öffnen wir das gute Stück mal. Exische Magierbüste. Und auf den anderen auch die exische Magierbüste. So, bin ich mal gespannt. Ich höre dahinter schon Biester. Und ein Skelett. Der Schattenlord. So, und das Ding ist, ja, wie ihr seht, diesen Schattenlord macht man einfach keinen Schaden. Und ich muss sagen, ich finde es ein bisschen blöd designt, weil es nirgendwo einen Hinweis darauf gibt, was man tun soll. Aber wie wir den besiegen, werde ich gleich zeigen. Ich kümmere mich erstmal um die untoten Biester. Und weil es 2 sind, machen wir den. Oh, yeah. Aber das andere hat eh keinen Bock gerade, von daher ist eh scheißegal. Finde ich ein bisschen blöd designt, weil es ein bisschen Trial and... Ja, was heißt Trial and Error ist es eigentlich nicht. Es ist ja schon nicht so schwer rauszufinden, werdet ihr gleich sehen.
Aber es ist halt trotzdem, es gibt halt eigentlich keine Information. Und ich finde, wenn es auf ein Rätsel keine Informationen gibt, dann ist es ein bisschen dämlich. Und zwar, ja, ich zeig's mal ganz kurz. Ihr seht, wie gesagt, wir machen dem null Schaden. Ich kann es auch mit dem Feuerball versuchen, ich kann es auch im Nahkampf versuchen. Ich versuche den Feuerball nochmal. Zack, da. Macht alles keinen Schaden. Jetzt greift er uns sogar an. Jetzt hat er sogar Bock auf uns. Ich kann ihn nicht einfrieren. Nichts. Das Einzige, was wir machen könnten, ist weglaufen erstmal. Und hier diese Schalter drücken. Und ihr seht gleich, was das bewirkt, dieser Schalter. Ja, genau. Der macht nämlich da ordentlich Flammen in der Mitte. Und ja, ihr ahnt jetzt schon, was man tun muss. Ich bin am Überlegen, wie ich das jetzt mache. Das ist nämlich gerade eine äußerst doofe Situation. Ich finde es halt ein bisschen kacke, dass es null Hinweise darauf gibt. Ich könnte auf jeden Fall Sprinten gebrauchen. Damit ich dem ein bisschen weglaufen kann. Wir müssen halt jetzt versuchen, den darauf zu kriegen. Also er steht am Anfang ja schon darauf, das ist ja nicht das Problem. Und drücken. Komm schneller! Tot? Oh, ich habe ihn erwischt. Er steht ja am Anfang schon drauf, das ist nicht das Problem, aber wer probiert denn bitte zunächst mit Telekinese die Schalter aus und greift dann erst den Schattenlord an? Das ist halt ein bisschen doof designt. Ist ja ein ganz nettes Rätsel, aber es sollte irgendwie einen Hinweis darauf geben, weil sonst stirbt man hier erstmal sinnlos einen Haufen Tode. Und dieser Schattenlord, der hat den Hammer des Titanenlords. Damit haben wir 4 von 5, den Hammer haben wir jetzt auch schon. Fehlt nur noch ein Rüstungsteil. Und das sollte sich ja irgendwo hier befinden, ne? Können wir uns dann auch schon direkt auf die Suche machen. Aber ich will noch kurz was anderes machen. Und zwar einfach der Vollständigkeit halber. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Ich mag es nicht, am Ende irgendwelche Quests noch im Questlog stehen zu haben. Selbst wenn ich eigentlich auch andere Quests verpasst habe, zum Beispiel dieses eine Zweihandschwert, weiß ich immer noch nicht. Ach doch, ich glaube, ich weiß, ein Gebiet haben wir noch nicht erkundet, dann liegt der andere Teil wahrscheinlich da irgendwo. Falls ihr euch erinnert, wir sind ja damals, ich glaube, ich weiß, wo der zweite Teil liegen könnte. Bin mir jetzt nicht 100% sicher. Das einzige Gebiet, was wir halt noch gar nicht abgesucht haben, ist hier diese Küstenregion. Wir sind damals ja den Weg hier bis zu Romanov gegangen. Der war ja hier irgendwo und hier ging es ja dann noch einen Weg runter und den bin ich ja nie lang gegangen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt auch keinen großen Bock, da jetzt so zwingend lang zu gehen. Also prinzipiell ja, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da unbedingt das brauchen würde. Da liegt dann wahrscheinlich der zweite Teil dieses Schwertes. So, interessiert das hier jemanden? Warum störst du mich? Scheinbar nicht. Ach, da ist Fincher. Warst du schon mal in dem unteren Gewölbe dieses Tempels? Wir sind noch nicht sehr tief in die unteren Gänge dieser Anlage vorgedrungen. An einer bestimmten Stelle dort drüben fanden wir so ein merkwürdiges blaues Kraftfeld. Ja. Wir haben es bisher nicht geschafft, es zu überwinden. Ist klar. Euch fehlt der entsprechende Zauberspruch. Siehst du? Da weißt du mehr als ich. Wenn du eine Möglichkeit findest, da unten reinzukommen, dann tu es. Ich wäre dir nur sehr dankbar, wenn wir oben nicht von den Monsterhorden da unten überrannt werden, okay? Ja, ich war's ja. Hab ja schon alles erledigt da unten. Ich war unten im Tempel. Interessant. Und? Ist da noch was zu holen? Jetzt wohl eher nicht mehr. Du hast da unten wohl ordentlich abgeräumt, was? Sehr gut. Du hast das blaue Kraftfeld überwunden. Also soll der Kram, den du gefunden hast, auch dir gehören. Natürlich. Ich hätte ihn dir eh nicht gegeben, Kumpel. Willst du das noch wissen eigentlich? Ja. Du hast recht. Dieser Tempel ist ein Priestergrab. Deinen Worten nach zu urteilen, warst du bereits unten. Ja, und das mit der schwarzen Magie war gar nicht so falsch. Ich freue mich, dass du diese Prüfung unbeschadet überstanden hast. Doch die größte Herausforderung wartet noch auf dich. Hier, nimm diese Gabe von mir. Oh, danke. Ich hoffe, ich kann dir damit helfen. Was schenkt er mir denn? Oh. Kehre wohlbehalten aus dem Vulkan wieder zurück. Meine besten Wünsche begleiten dich. Und der redet von schwarzer Magie, ne? Nee, aber was ich noch gerne machen würde, bevor wir uns jetzt auf in diese Richtung machen, ist eigentlich nochmal kurz ein bisschen in Richtung Anfang zu gehen, denn ich glaube, da müssen wir zwar eigentlich überhaupt nie wieder hin, aber ich glaube, da können wir noch eine Kleinigkeit holen.
Also ich will jetzt auch nicht den gesamten, ich überlege, vielleicht mache ich nochmal einen Rückweg dann zu dem gesamten Anfang irgendwann noch einmal, aber ich will jetzt einmal ganz kurz nochmal dahin zurück. Huch, was ist mit denen jetzt? Hä? Ach, das sind die aus dem Osttempel, wo machen die denn jetzt hin? Hallo? Ne, Aiden? Aiden, wer ist Aiden? Gibt's Probleme? Hä? Ach, die gehen jetzt wahrscheinlich erst auf ihre Plätze, keine Ahnung. Waren glaube ich auch nicht alle aus dem Osttempel, waren bloß die Schürfer. Und zwar, ach, wir können eigentlich auch mal gucken, ob die hier nochmal Hilfe brauchen. Vielleicht haben die ja auch noch was zu tun für uns, jetzt wo wir der Inquisitor sind. Kann ja sein, kann ja sein. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob ich nochmal schmieden kann, ne? Ah, das werden wir alles später nochmal erledigen. Ich glaube, ich mache am Ende nochmal eine Folge, wo wir nochmal überall hingehen und die restlichen Sachen abschließen. Du bist Inquisitor? Ja. Dann werden jetzt alle gerettet. Ach, echt? Der hat ja eine geile Einstellung, das heißt, vorher dachte er, alle gehen unter, oder wie? Naja. Gut, der hatte also nichts mehr für uns, da ist noch eine Bäre, aber interessiert mich jetzt auch nicht weiter. Vielleicht gehen wir da unten auch noch lang, einfach weil ich es hassen würde, jetzt die Quest nicht zu machen. Obwohl sie mir eigentlich gar nichts bringt, ne? Das ist einfach so ein Drang, das dann fertig zu kriegen. Müssen wir mal schauen, wie ich Bock habe. Ich möchte, und wie gesagt, vielleicht gehen wir auch nochmal ganz an den Anfang. Ich möchte aber jetzt gar nicht ganz an den Anfang, sondern eigentlich bloß genau da. Wusste es doch. Da sind nämlich an dem guten Ding auch wieder Echsenmenschen. Ja! Und ihr wisst, was das bedeutet, denke ich, wenn hier Echsenmenschen sitzen. Dann denke ich, habt ihr schon Ahnung. Das bedeutet, ich habe hier doch, da ist noch einer. Das bedeutet, dass die es nicht haben, was ich suche. Dann musst du es haben, oder? Ja, genau, da haben wir ihn. Den Teleport zur südwestlichen Ruine. Muss einfach sein, für die Vollständigkeit. Weiterer Teleport, ist hier noch irgendwas? Ich habe gerade noch irgendwas grunzen hören, dachte ich. Wie gesagt, ich denke... Oh, hier sind Panzergrillen jetzt. Früher waren hier ja Grabmotten, jetzt sind hier Panzergrillen, ne? Kumpel, bleib ruhig. Bleib mal ganz ruhig, Freundchen. So, und dann die andere noch. Zack. Gut, aber wie gesagt, die Sache werden wir später... Wir werden später einfach nochmal zum Anfang gehen, denke ich. Das muss ja jetzt nicht sein. Jetzt machen wir uns auf an die Westküste, wo wir schon mal, ja, gegen Romanov gekämpft haben. Oder, ne, da haben wir ja nicht gekämpft. Und suchen da das letzte Priestergrab auf. Dann haben wir die Sache dann nämlich auch erledigt. Schön. Und vielleicht gehe ich da unten nochmal lang, mal gucken. Das wäre ja dann das letzte Priestergrab, ne? Dann kann man ja sozusagen als kleinen Abschluss das dann nochmal machen. Ach, und guckt mal, wen wir da haben. Mensch. Na, mein Held? Was machst du denn hier? Mir kam so einiges zu Ohren, was du in der Zwischenzeit angestellt hast. Ganze Horden von diesen Echsenkriegern sind hinter dir her, weißt du das? Ach was, ist ja interessant. Aber keine Antwort auf meine Frage. Glaubst du denn, ich bleibe hinter der Theke meiner Kneipe, während du hier draußen den ganzen Spaß hast? Ich dachte, du könntest meine Hilfe brauchen, wusste aber nicht, wo ich dich finden kann. Also bin ich einfach an die Küste zurückgelaufen und habe auf dich gewartet. Irgendwie wusste ich, dass du hier noch einmal vorbeikommst. Also, wie sieht's aus? Nimmst du mich mit? Okay, du... du hast einfach hier gewartet. Was wäre, wenn ich nicht vorbeigekommen wäre? Hättest du bis Ewigkeit gewartet, oder was? Ich weiß nicht. Das könnte gefährlich werden. Du meinst wohl, ich pack das nicht, was? Jetzt pass mal auf, Kleiner. Ja, ja, schon gut. Ich will mich nicht schon wieder mit dir streiten. Das will ich dir auch raten. Ich habe sowieso den längeren Atem. Na gut, dann... In Ordnung. Du bist dabei. Schön. Aber pass auf. Ich habe an der Westküste eine Menge dieser Echsenkrieger gesehen, die nur darauf warten, dir das Leben schwer zu machen. Wüsste gern, was sie so aufgebracht hat. Wenn ich diese Insel vor der totalen Vernichtung retten will, muss ich leider die Gräber ihrer Ahnen plündern. Und das versuchen sie zu verhindern. Bisher hast du noch alles hinbekommen. Du wirst auch das schaffen. Danke für deine Zuversicht. Hoffentlich hast du recht. Dann geh mal vor. Ich werde dir folgen. Na gut, dann auf geht's. Komm du mal mit. So, wo müssen wir denn lang? Okay, wir müssen... bis zu dem kleinen Bach da, wo diese Brücke dann wahrscheinlich rüber geht. Und da unten sind die Echsen schon. Jetzt frage ich mich, ob Patty überhaupt eine Chance gegen die hat. Aber gut, wir werden es gleich raus. Alter, der Eiszauber macht selbst den Echsenkriegern schon so viel Schaden. Alter, die Echsenkrieger kriegen wir ja fast.
Nicht schlecht. Ja, so ist es richtig. Ich überleg, ob ich dann die Ogre-Wurzeln einfach futtern soll. Dann hätten wir das nämlich dann auch schon. Weil ich glaube, viele Heldenkronen finden wir halt wirklich nicht mehr, ne? Diese Echsen sind ganz schön hartnäckig. Sie tragen Rüstungen aus einem Material, das sich Obsidian nennt. Ziemlich hartes Zeug. Dann sei lieber vorsichtig und pass auf, dass sie uns nicht umzingeln. Ja, ja. Mein Gott. Weißt du, gegen wie viele von denen ich schon gekämpft habe? Du tust ja so, als wären das meine ersten. Bumm. Kommt da noch eine rum? Nö. Doch. Oh, das wird los. Oh, ja. Ha. Ja. Komm, Betty. Zeig's ihm. Oh, ja. So. Genau so macht man das, Patty. So tötet man Echsen. So und nicht anders. Alter, ich hab schon wieder so viele kleine Heiltränke. Es ist doch schlimm. So, noch mehr Echsen irgendwo. Da unten sind noch weitere Echsen. Sind die immer in Zweiertrupps unterwegs? Ist ja echt einfach. Dann... Ich schnapp mir den. Ja, ja, ich mach das schon. Wie sie dann immer ihre Sachen wegstecken. Aufgepasst! Ja, das ist richtig. So. Das war's mit dem Vieh. Ja, so ziemlich. Alles easy. Da ist das zweite Echsenschwert. So, jetzt werden die Mana-Tränke aber echt schon langsam wieder knapp. Aber ein paar habe ich. Oh, da ist ein Priester. Jetzt wird's interessanter. Ich glaube, da unten laufen auch noch welche. Priester. Und dann die Krieger. Zumindest ein. Aufgepasst! Ja! So. Ich dachte schon fast, es wäre Double Kill gewesen. So, nein, halt! Nur, dass bisher niemand diese Echsenwesen gesehen hat. Vollidiot! Vielleicht haben sie alle glauben lassen, dass es sie gar nicht gibt. Und wenn sie doch mal jemand gesehen hat? Dann war es vermutlich das Letzte, was derjenige je gesehen hat. Diese Mistkerl. Oh, oh. Lass sie uns fertig machen. Ja, danke. Oh, du dumme Kuh. Ja. Ja, so ist es richtig. Haben die hier Truhen hergeschleppt? Die stand doch vorher noch nicht da, die Truhe, oder? Haben die Echsen hier ihre Truhen mitgeschleppt, oder was? Ja, von mir aus. Ich nehme gerne mit, was die Echsen dabei haben. Oh, da sind noch mehr rechts. Unten waren aber das auch noch Schloss welche, hatte ich gesehen. Oh, sogar stark verschlossene Truhen. Da. Zack. Was habt ihr denn hier drin gelagert? Wow. Hat sich ja echt gelohnt, für euch die Truhe mitzuschleppen, hä? So, kümmern wir uns erstmal um die... Oh, da sind sogar Elite-Krieger dabei. Oh, jetzt werden ein paar mehr Echsen hier langsam, hä? Da sind noch mehr, Patty. Gegen die darfst du dich auch kümmern. Um die darfst du dich auch kümmern. Oder muss ich mich ja eigentlich kümmern? Das war's mit dem Krieg. So, und noch der Elite-Krieger. Ich finde das blöd, dass die nicht merken, dass halt da noch Feinde sind, auch wenn die eingefroren sind. Das macht es irgendwie schwer, mit Partnern den Eiskristall richtig zu nutzen. Lohnt sich dann halt lange nicht so, ne? Und zack. Macht der mehr? 75? Hat der schon immer 75? Ich dachte, der nimmt, gibt immer nur 50. Hat der schon immer 75 gegeben? Hab mich noch nie eigentlich drauf konzentriert. Ich dachte eigentlich immer, das wären 50. 50, 100, 200. Aber es ist wahrscheinlich bei den Mana-Tränken so, ne? 50, 100, ja, bei den Mana. Und hier ist 75, ja, macht ja auch mehr Sinn. Bei Leben braucht man ja wesentlich mehr. Hey, Elite-Krieger. Kumpel. Friss Eis. Ja, ja, ich weiß. Ich bin gut. Ich mach eh hier alles, kannst du sehen, ne? So, mehr Echsen. Alter, wie viele das einfach sind, ne? Aber ich find's unglaublich krass, wie eigentlich das überhaupt kein Problem ist. Und ich meine, wir sind mal ehrlich, das liegt ja nun wirklich nicht daran, dass Patty dabei ist, dass das hier so einfach ist, ne? Also ich meine, es hilft vielleicht ein bisschen. Aber es ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagen müsste, es ist so einfach, weil Patty dabei ist. Ich meine, die hätten wir auch so relativ easy geschafft. Oh, da ist noch einer. Und ich habe ein Level up. Schön. Vielleicht kriegen wir ja doch noch den Max in sowohl Stab. Ach, jetzt kommt der andere auch noch. Wir locken aber auch immer mehr von denen an, ne? Warum hat er den Eiskristall gerade nicht gezogen? Jetzt habe ich gerade gewartet, dass er Eis benutzt, aber er hatte den Eiskristall ja gar nicht gezogen. Ja, so ist das so, richtig. Können wir jetzt erstmal ganz kurz gucken. Ganz kurz ein bisschen Tränke nehmen. Ach, Patty hat gar nicht abgekriegt, ne? Die gehen ja auch nur auf mich. Die wissen schon, wer der Gefährliche ist. So. Nämlich in der anderen Richtung, genau, wusste ich doch, da hatte ich nämlich auch noch eine normale Echse gesehen und die hatten wir bisher noch gar nicht
Diese Ruinen machen mir Angst. Tatsächlich? Dann solltest du dir mal die Tempelruinen der Echsen ansehen. Die sind beängstigend. Mir reichen schon diese alten Gemäuer hier. Ja, ja, diese alten Gemäuer. Mensch, du bist aber auch, wenn du so Angst hättest, hättest du nicht mitkommen dürfen, Freundin. So. Kümmern wir uns mal noch um die kleinen Echsen hier. Die sind ja nun wirklich kein großes Problem. So. Das war's mit dem Vieh. So, gefällt mir das. Haben die einen Teleport? Nee, schade. Wäre auch zu schön gewesen. So, aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Nee. Da ist die ehemalige Truhe. Sagte die da nicht eigentlich auch noch was dazu? Nee, doch. Was ist wollte das ich doch sagen. Haha. Das hier ist eins der namenlosen Gräber, in denen dein Vater seine Hinweise vergraben hatte. Interessant. Du musstest ganz schön weit laufen wegen dieser Gräber, was? Ja, allerdings. Okay, lass uns weitergehen. Ein paar Stellen kenne ich halt noch, wo Patty so ein bisschen was sagt. Das ist ganz nett gemacht. Patty sagt halt an wirklich vielen Stellen so ein paar Kleinigkeiten. Sind jetzt keine wirklich wichtigen Dinge, aber an so ein paar Stellen sagt sie halt dann doch so ein paar Kleinigkeiten. Ist ganz nett. Ich glaube, eine Stelle ist sogar ganz besonders. Und zwar die hier. Wartet, passt auf. Hey, willst du mich etwa wieder in diesen fürchterlichen Raum sperren oder was soll das? Natürlich nicht. Ich war nur neugierig. Lass uns hier wieder abhauen, ja? Ja, ja, ist ja gut. Ich hasse diesen Ort. Ist ja gut, Patty. Das wollte ich nur mal zeigen. Ist ganz nett gemacht. Also, da haben sie sich wirklich ein paar Ideen, haben sie sich wirklich ein bisschen Gedanken gemacht. Ich glaube, links war auch noch eine, ne? Ja. Pass auf. Patty. Den Angriff muss ich aufpassen. Die sind halt echt gefährlich. Gut so. Alter, wie viele Echsen hier einfach sind, ne? Vor allem, der Witz ist ja eigentlich, wir können ihn ja nicht wissen, dass ich von hier komme. Ich hätte auch einfach von unten kommen können, von dem anderen Weg eben, den ich auf der Karte gezeigt hatte. Den hätte ich ja eigentlich auch einfach gehen können. Da hätten sich die Echsen aber umgeguckt. So, und so. Die großen Tränke brauche ich jetzt irgendwie gar nicht, weil die Kämpfe so super laufen gerade. Ich bin echt überrascht, wie super die gerade eigentlich laufen. So, mehr Echsen. More of the Echsen. Aber unser Eiskristall ist halt inzwischen auch richtig gut, ne? Der hält die unglaublich lange eingefroren. Und wie gesagt, der halbiert deren Leben ja teilweise schon fast. Also, da muss man auch sagen, das liegt halt daran. Also inzwischen ist der Eiskristall halt richtig gut. Aber er ist halt am Anfang unglaublich schwach, deswegen nehmen ihn halt so wenige gerne. So, mehr Echsen. Oh, jetzt werden es aber ein paar viele. Jetzt vielleicht doch mal speichern. Vor allem viele Eliten. Oh, das wird lustig. Aufgepasst! Gut gemacht, Patty. Das hat mir ein bisschen geholfen. Gut gemacht, Patty. So ein bisschen was kann sie ja dann doch. Ja, das wird sehr lustig. Wow. Wie wir die einfach wegrotzen jetzt nur noch. Es ist halt wirklich, also ich hätte nicht gedacht, ich hatte zwischendurch so ein bisschen, also gerade als wir in den Vulkan gegangen sind, hatte ich so ein bisschen Bammel, weil wir halt so unglaublich wenig Schaden gemacht haben. Aber inzwischen haben die Echsen uns ja null entgegenzusetzen. Da unten sind ja noch mehr. Sind aber echt, Alter. Die haben schon wieder eine Truhe hergeschleppt. Warum haben die ihre Truhen mitgeschleppt? Oh, noch ein Anführer. Ich schnapp mir den Mistkerl. Ich glaube, das ist sogar der letzte, ne? Müssten dann eigentlich schon fast alle Anführer haben. Eieiei, das war ein bisschen doof reingegangen. Ja, das waren die Anführer der Echsenkrieger. Ist keine wirkliche Quest, die hat man halt einfach nur so nebenbei, aber meine mitgenommen habe ich sie trotzdem. Echsenschwert, ein bisschen Heilung wieder reinziehen. Ja, aber gut, wir haben ja nur noch einen Tempel vor uns, da sollten die Mana-Tränke ausreichen, denke ich, ne? Und ein paar große habe ich ja im Notfall auch noch. Ich wollte eigentlich den Typen noch looten, Patty, danke. So, und da, ja, wie gesagt, da war ja noch eine Truhe. Ah, die kann ich sogar so öffnen, beziehungsweise knacken halt. So, und jetzt sind wir an dem Fluss. Wo ich ja schon gesagt habe, hier muss irgendwo das Grab sein. Und jetzt müssen wir rechts rein. Und da ist ein fetter Wasserfall. Und wahrscheinlich ist da das Grab dahinter. Du, hör mal, ich denke, für mich ist hier Schluss.
die ganze Geschichte ist mir doch ein wenig zu heftig. Na schön, ich gehe allein weiter. Hinter dem Wasserfall, da muss ich das Grab finden, das ich suche. Mach das. Ich hoffe, du kommst da in einem Stück wieder raus. Ich werde hier auf dich warten. Alles klar. Damit verabschiedet sich Patty wieder und ich würde sagen, wie wir hinter den großen Wasserfall gehen und das letzte Priestergrab erforschen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen. Bis dahin. Ciao.